so eine Kugel in dem Otto-Leonhard-Museum und wenn die rollt und dann es kommt so eine Stichflamme, wirst du klein. Ja, und dann bin ich 15 cm groß. Das haben die im ersten Teil auch schon mit mir gemacht und dann jetzt wieder. Die größte Herausforderung bei dem Film ist es jetzt, mit drei geschrumpften Personen zu spielen. Und das ist dann halt schwer zu wissen, okay, da ist jetzt Schmitti, da ist jetzt mein Vater und da ist jetzt meine Mutter. Zu Leonhard geht's noch schlechter. Daran ist Hulda Stechbart schuld. Sie nimmt ihm seine Kraft, indem sie sein Lebenswerk zerstört. Und bei der Elternbeiratssitzung, da will sie ihm den Rest geben. Wenn die Eltern geschrumpft werden, dann werden die hier gedreht sozusagen. Also hier ist dann alles grün und dann werden die dann nachher bei uns ins Bild eingesetzt. Und du kriegst 30% mehr Geld, wenn du mit deiner Familie nach Dubai gehst. Noch 30% mehr? Wisst ihr, wie viel Geld das ist? Also zuerst dreht man mit diesen Püppchen, dann kommt aus dem Lautsprecher die Stimme der Menschen, mit denen man redet. Und das ist schon so ein bisschen schwierig, weil ich immer sehr die Gesichter brauche, um zu spielen. Und Stäbchen können nicht gucken. Das Drehen vor Grün ist nochmal eine ganz neue Herausforderung für die Schauspieler erstmal. Die müssen sich sehr viel vorstellen, aber für den Regisseur auch, weil der muss den Schauspielern natürlich erklären, was wo wie ist, wo die Blickrichtungen sind. Da wird dann mit dem Laserpointer irgendwo hingedeutet. Man hat tatsächlich in dieser grünen Wand nur noch irgendwelche Blickpunkte. Also es wird alles eingeleuchtet und dem Maßstab entsprechend angepasst. Und dann heißt es auf einmal, ja, und der Felix, der ist jetzt da oben. Also das ist nicht unkompliziert, macht aber auch den Reiz des Films aus. Felix, wir haben ganz doll Hunger und müssen mal ganz dringend aufs Klo. Und wir sind ja auch ganz, ganz dreckig. Und Moment, ihr meint, ich soll euch waschen, Essen machen und ins Bett bringen? Mhm. Und ich habe mich auch ganz schlimm hier aufgeschrammt. Ich habe schon eine Lieblingsszene und das ist die, wenn mein Vater ins Klo fällt, weil das ist schon sehr lustig. Und wie ich ihn dann da rausziehe und er trieft ganz nass vor Pipi und Wasser. Ist er ekelhaft! Und das habe ich echt unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte mir, ja gut, dann bleibst du ein paar Minuten halt über Kopf. Aber so nach einer halben Minute wird der wird echt schwindelig. Also es gibt viele Neuerungen. Einmal haben wir eben Otto, der diesmal auch sprechen kann. Also unser Schulkritter Otto Leonhard spricht über eine Büste. Niemals! Hä? Bitte! Niemals! Wir haben ihn also als Bronzebüste gebaut und die tatsächlich so im Gesicht sich bewegen lassen, wie Otto sich bewegt, ist mit einer ganz speziellen Technik verbunden gewesen. Lass mich doch mal ausreden. Niemals würde ich auf den Gedanken kommen, sie klein zu machen, groß zu lassen. Wie war nochmal die Bitte? Sehr lustig war, dass Otto immer so Angst um seine Nase hatte, weil ich muss ihn ja immer so hauen, aber ich durfte nicht hingucken. Und dann habe ich das erste Mal seine Nase so ein bisschen getroffen, aber wirklich nur gestreift. Und er sagte, oh, Vorsicht, meine Nase. Und ich dachte, oh Gott. Und dann war ich etwas gehemmt. Das ist für mich ein großes Erlebnis. Das ist so irre. Und es sieht cool aus. Man verpasst was, wenn man sich den zweiten Teil nicht anguckt.